Hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Halbe Stündchen habe ich zwischendurch Zeit. Nein, oh, wir können noch mal gucken. Was es noch gibt. Bin ein bisschen weiter vom Mikrofon weg diesmal als sonst. Hoffentlich geht das. Spuren. Ah, okay. Hier geht's hoch zum Auseinandersetzung oder so. Können wir mal Will vorschicken eigentlich? Falls man da reden kann. Und das ist. Direkt zur Sache, ohne zu reden. Stufe 5. Was kann der denn? Untersuchen wir den mal. Der Dunkelsicht. Beharrlich, Gelegenheitsangriffe. Ultra krasse Werte. Stärke, Konstitution. Rüstungsklasse 16 ist auch relativ hoch. Aber keine Resistenzen. Alles klar. So, dann können wir doch mal hierfür. Konstitutionswurf, das wird er immer schaffen. Halben Schaden. Ja, immerhin. Oh, jetzt habe ich. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Aber immerhin beides geschafft, die zu überziehen. So, Keep guessing. Will. Machen wir doch mal hier Konstitution in den Nachteil und haben hier mal halbe Schlagsübungen, den er natürlich auch noch fehlschlägt. Super geil. Ja, die anderen kommen jetzt hier hinten hin. Fehlschlag, Gott sei Dank. Hear that? Someone's by the nose. We should help. Don't be a fool, lad. Shut your mouth and keep your head down. Leave the heroics to them that don't value their own skin. Na super, danke schön. Laufen. So, wir beschwören hier erstmal eine Waffe hin. Sowas nicht gemeint. So. Und dann. Mein Segen. 2, 3. Und hoffen mal, dass die durchhält.
waren ganz schön viele. Also das könnte jetzt echt daneben gehen hier. Was macht denn Seelen los? Ist verflucht, kann weder Bonusaktion durchführen noch reagieren. Ah, nicht so geil. Drei. So. Jump kann ich schon mal nicht mehr machen, aber ich kann den schon mal das Spiel nehmen. Nope. Breathe deep and move. So. Das ist auch noch einmal. Und ganz am Ende ist auch noch die Hellebarde dran. So, die können ja schon mal sich hier um den Kleinen kümmern. Fehlschlag. Shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast! No. The voice has forbidden this meat. Noel sees your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Die Kraft in dir nutzen, um sie deiner Stimme gefügig zu machen, die Flammen zu überwinden und das Fleisch in der Höhle zu fressen? Nee, das will ich ja nicht. Auch wenn die da assi sind. A memory. The beast daubs the symbol of the absolute on a cave wall in blood. Buried deep, a tadpole struggles to assert control against the ravenous chaos of her mind. Ihr befehlen die anderen Gnolle zu fressen. Schwierigkeitsgrad 2. Okay. Ja, vielleicht haben wir einen Verbündeten. Sensing your presence, the Gnoll's tadpole writhes in ecstasy, echoing your command. Its host will feast on Gnoll flesh to control the hunger, to keep her teeth from your throat. A shiver runs across your mind. You feel sated. Okay. Das hat ja geklappt irgendwie, ne? So, und noch ein Pfeil hinterher. Was ist für ihn? Der geht mal hier raus aus dem Schlodder. Jetzt natürlich mit ihm hier auch noch andere Probleme. So. Elf Schaden. Und
Bams. So. Auf zum nächsten. Der ist vergiftet. Ein Crit ist irgendwie scheiße. So, du kannst nicht so weit fliegen, nicht wahr? Fliege mal hier rüber. Nicht genug Reichweite, um irgendwas zu machen. Nur noch 3 Lebenspunkte, das kriegt Will hoffentlich hin. On my way. So, 9, 20. Und nochmal einen. Zack. Vergiftet, perfekt. This is my time. Ernsthaft. Ja, wenn man nur Scheiße würfelt, dann ist das natürlich Kacke, ne? Nicht mein Freund. Ja. Bereite ihn mal vor, dass wir ihn dann später attackieren können. So, good idea, I think. Nächster ist tot. Jetzt hat der gleich keine Gegner mehr und geht auf uns los, wetten. Richtung. Schlag. So, was passiert, wenn ich den jetzt töte? She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of her pack wasn't enough to satisfy her. Kampfbereit machen. So, ja, Untote vertreiben ist jetzt nicht so richtig, ne? Gib ihm. Dann heil ich. Time to push my luck again. Da komm ich. No holding back. So, der hat
keine Spellslots mehr. Trifft jetzt nicht das eine. Trifft schon wieder nicht. Jetzt hat er diesmal gewürfelt, wieder eine 2. Okay, wohl, du kannst auch andere Sachen würfeln. Also echt mal. Es geht. Ich glaube an dich. So. Einmal hier den Schlag. So nicht, mein Freund. So. Zack. Ach ja, der hat immer noch einen Segen, ne? Naja, okay. Mal was zu treffen. Ja, einmal in seinem Leben. So. Well, so much for peace. Auch der ist halt im Wahnsinn, wie lange geht denn das? Phase 3. Feindlich gegenüber allen in der Nähe. Hier, dann hau mal hier das Ding. Eine Runde, die du noch hast. By the gods! You're a sweet sight. Are any of my crew still alive out there? Das ging erstaunlich gut, ne? Dadurch, dass ich ihn kontrolliert habe. Damn it. I guess that's a no. Risen Road's more dangerous than ever. You're the first friendly face we've seen since Eltergard. We're bound for Baldur's Gate. Got some cargo to deliver. But we've a stop to make along the way. Joaquin's Rest. It's just up the road. I'd be enjoying a mug of ale right now if those beasts hadn't jumped us. Listen, you look like you know how to handle yourself. You should meet my associates. We've got our own drinking spot by the tavern. Invitation only. Tell the fellow on the door. Little Serpent, Long Shadow. He'll take good care of you. Rugen! It's fine. We'd be dead if they hadn't shown up. A little hospitality won't do any harm. Damn it. Nowhere's safe anymore. Doesn't change the plan, though. We'll head over there and check for survivors. Aye, the whole reason we're in this mess. Trinkets for some rich tosser in Baldur's Gate. He gets his shiny baubles. We get a handful of Tarenths. Tarenths are the currency of the Zentarim, a network of merchants and mercenaries with few scruples. You know who we are. Very clever. And you probably also know it's not smart to interfere with Zent business. This is the point when a clever lad like you accepts my gratitude and walks away. Alles gut.
I don't feel lucky. Zertrümmerte Fliege. Trifft er mit dieser Waffe, kann er wahnsinnig werden. Oh. Also den haben wir schon durchsucht. Jene schon durchsucht? Antwort. Finesse-Waffe. Wenn der Anwender einen Gegner mit dieser Waffe trifft, erhält er Wucht. Aber wir haben keine Rast mehr über. Das heißt, wir müssen jetzt gleich mal in die lange Rast. In den Bewachen. Nicht erreichbar. So, hier hoch, einfach hoch hier, zackig. Da, hopp. Killed a few giant bats in my day, Star. It's our lucky day. But never hunted a vampire. Just to remind you, I'm merely a spawn. It won't count. But if you want a true vampire, I'm happy to recommend one. Fackel. Hier völlig überladen, ja? Total viel Zeug. Let's see. Ein verfaulter Pilz. I don't feel lucky. The rest of our crew's half digested, and you're still alive. That's lucky. Haben wir hier noch drüben? Und auch noch ein paar Kisten. Ah, eine Holztür. Verschlossen, hä? Ich möchte gerne dieses Gold aufheben. Manchmal backt das ein bisschen rum, dann geht das nicht. Straßenbaue Kleidung. No traps, please.
That's lucky. Das kann doch nicht wahr sein. Warum kann ich das denn nicht aufheben? Nicht aufheben, ne? Das Gold geht dabei verloren, wenn man Fässer zerstört anscheinend. Aber ich hatte das auch schon echt mit einem anderen Spielstand schon öfters, dass das so rumbuggt. So. Crew's half digested, and you're still alive. That's lucky. Ist hier oben auch noch irgendwas? Hier sind noch Eingeweide. Balsam. So, und hier war das Haus, glaube ich, ne? Von den... Wo wir da unten durch die Tür nicht durchkamen. Hier ist noch eine Kiste. Reingeguckt? Anscheinend nicht. Ein Wegpunkt noch entdeckt. Sehr gut, da können wir jetzt gleich mal benutzen. Ja. Eine leere Kiste. What can I do for you? Der drängt sich schon wieder in den Vordergrund hier. So, hier gibt es ein Feuerweinfass. Ja. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Was ist denn mit euch anderen hier? Kommt ihr nach? Oder könnt ihr nicht rüberspringen? I'm ready. Der Weg ist unterbrochen. Okay, die schaffen das nicht. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Dann mache ich das wohl mal kurz alleine hier. Ey, eben konnte ich da doch noch mal rüber.
ihr mal ein bisschen aus dem Weg hier. Can't afford to stay idle. Never eben bin ich doch da ohne Probleme da reingejumpt, oder? Habt ihr alle gesehen? Ja, guck mal hier. So, zack. Können wir das eigentlich zerstören? Dass die anderen da rein können? Hm. Come on. What do I have to lose? So. Feuerweinfass. Was sollte nicht passieren, ne? Das ist irgendwie Splatter. So, jetzt können wir die ganze Sache auch wieder gruppieren. Okay. Keep a blade close. Starion, how is the rat diet going? It may soon come to an end if you don't shut your mouth. Still alive, so that's progress. Well, hello. So, hier ist aber jetzt irgendwie ist jetzt ein durchgerauschter Stein, ne? Well, in it. Jetzt den Ausgang verschlossen. Er hat den Ausgang verschlossen. Na geil. Also hoffe ich mal, dass man jetzt hier irgendwie wieder rauskommt. Hier oben rum wird es schwierig. Da hinten sieht es aber eigentlich auch zu aus. Mega viel Alkohol hier. Ah. Okay, hier kommen wir nach hier drüben. Okay. Also im Prinzip sind wir jetzt hier eingeschlossen, weil außer ihm wird hier den Jump keiner schaffen. Mal gucken, wie das mit Schnellreise funktioniert. Also ich könnte jetzt wieder hier... Okay, das funktioniert. Perfekt. So, dann gehen wir jetzt ein bisschen was verkaufen. I'm afraid you'll have to content yourself with vagrant chickens. So, den Einkauf machen wir noch. Der wird lang genug dauern und dann war's das ja wieder für heute, denke ich. Es sei denn, es ergibt sich jetzt hier irgendwie was ganz Tolles. Need anything else? Of course, but please, remember. Ich wieder Knete. You're not the only one in need. Ja. So, okay, was schmeißen wir ihm jetzt hier um die Ohren? Das da, das da, das da. Tintenfass.
Tücher kann jeder gebrauchen, ne? Hämmer auf. Wert, ne? Anscheinend. Na komm, dieses Werkzeug kriegt damit. Das behalten wir. Das brauchen wir nicht. So, 400 noch was. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wenn der Kampfrausch beendet, erhält er 15 temporäre Trefferpunkte. Nehmen wir. Das können wir mal ins Lager senden. Was haben wir hier? Vergrößern. Antwort. Das war nochmal Wucht. Wucht war hier mehr Bewegung, ne? Aber es ist jetzt auch nicht so die geile Sache. Aber Gale kann das benutzen. So. 523. Sonst noch irgendwie was, was er hier. Mittlere Rüstung. Einmal pro kurzer Rast regenerierst du einen Zauberplatz des ersten Grades, wenn er mit dem Zauber ein kritischer Treffer gelingt. Ja. Muss er jetzt nicht, ne? Was haben wir hier? Feuerresistenz. Hattest du ja irgendwie Heiltränke oder sowas? Hast du Heiltränke? Da, Heiltränke. Nehme ich alle. So, Balsam nehme ich auch alles. Hier, die nehme ich auch alle. So, das kannst du wieder hier zurücktun. Jetzt muss ich schon wieder draufzahlen hier, wa? Die habe ich ja alle verbraucht, ne? Ja, die brauche ich auch. Und die Heiltränke habe ich auch alle fast verbraucht. Mittlere Rüstung, Rüstungsklasse 15. Könnte auch sein, dass ich das gleich brauche. Haben wir hier eine Pizza? Ich habe Hunger. Pizza. Färbemittel? Nee. So, jetzt haben wir ein bisschen weniger Kneter als vorher. Tauschen. So. Zap, 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 zap. Das ist nichts wert. So, 14er Rüstungsklasse. 15er Rüstungsklasse. Das heißt, wir möchten hier gerne das haben. Funktioniert aber so nicht. Brauchen wir erstmal ein bisschen Knete zusammen. Als ich komme hier rein mit dem Anspruch, Geld zu holen, gehe raus mit Minus. So. So, hier mal Gegengift. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Das einfache Gift brauche ich auch nicht. Feuerpfeil. Das benutze ich eigentlich auch nicht wirklich. Du
Dunkelheit. So, dann was er hier noch ordentlich Zeug. Wo habe ich jetzt gerade seine Klamotten hier verkauft? Kann das sein? Nee, hat er noch an hier. Unterwäsche hat er noch alles. Passt doch. So. Gepolsterte leichte Rüstung. So, wir haben jetzt hier 500 Knete. Das noch verticken. Kostet 416. 1 AC mehr, ne? Und ein weniger Hiebschaden, aber das haben wir bis jetzt auch schon. So. Passt schon. Ja. So. Sylvanas be with you. Mal kurz hier schauen. Davon haben wir jetzt schon zwei Dingern. Das hier müsste doch eigentlich automatisch in den Alchemiebeutel. Und das klappt jetzt auch schon wieder nicht. Er hatte noch mehr hier. Zack. Zack. 20 Hyänenohren. So, dann hatte ich dann noch irgendwas an Zutaten gekauft. Hatte ich, ne? Das kann ich mal ins Lager senden. So. 3, 5 Rollen. Warum seid ihr nicht hier an dem Schlüsselbund dran? Nehmt Plätze weg. Manchmal weiß man Dinge nicht, ne? So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was extrahieren können. Jenen Ohren. Beschichtungen können wir machen. Ein Öl der Präzision immer noch. Braucht man nicht. Resistenz gegen Feuer. Hier einen mächtigen Heiltrank können wir herstellen. 2 Stück. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Trank der Geschwindigkeit können wir auch herstellen. 4 Stück. Herstellen. Zack. So, getrankene Gedankenlesen Stan braucht man allerdings nicht. So, bei dem wissen wir nicht, was das macht. Elixier der Arkan-Dingenskirchen. Mit arkaner Energie. Naja. Hier fehlt uns noch einer. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was hergestellt. So, und jetzt gehen wir nochmal zu dem anderen. Hinüber. Ne, Moment, stopp. Wir müssen noch die aufteilen. Und hier an Will wieder was rüber schlüggeln. Eigentlich brauchen wir noch mehr Tränke.
Weil hier Astarion braucht auch noch welche und eigentlich braucht Schattenherz auch welche. Viel Knete haben wir nicht mehr. Aber vielleicht haben hier ja Auntie Ettel oder wie die heißt, Tante Vettel, keine Ahnung. Die hat doch auch immer Heiltränke im Angebot hier. Was hast du denn noch hier? Manchmal gibt die einem hier Knete. Also, was zu essen, nicht Knete. Nee, diesmal nicht, okay. Ja, hallo. Ja. Guck mal, hier. Vier Stück kosten allerdings 100, 104. So. Hier ist auch noch ein großer. So. Welchen ist denn hier noch in dem Jutesack drin? Muss ich gleich mal gucken. Ob ich mir das irgendwie verticken kann. So. Tauschen. So, dann haben wir jetzt ein bisschen was gemacht. So, dann gucke ich jetzt mal. Ja. Einmal, was ist in diesem scheiß Jutesack noch drin? Kann ich das verkaufen? Das ist ein Alchemiebeutel. Jutesack. Ah, ja. Da können wir noch ein paar Sachen von verticken. Das können wir verticken, das können wir verticken. Flammende Sphäre behalten wir mal. Die drei Kerzen können wir verticken. Hier ist noch so eine Münze. Balesiliskenöl kostet fast nichts. Rauchpulversack können wir vielleicht nochmal verwenden. Heiliges Wasser auch. Hier mal ein bisschen sortieren. Was haben wir hier noch? Drowgift. Anastarion weitergeben. So, und dann teilen wir den Stapel nochmal auf. So, und dann gehen wir hier nochmal rein. So, Astarion brauchte das auf jeden Fall. 5 Stück. Und hier ich nochmal Stapel teilen. Aber ich habe ja auch noch die hier. So, ist da wieder alles aufgeteilt. So, und den Rest verticken wir ihr jetzt nochmal. Hello, Petal. Need anything? Any lotions or potions? Ja. Hey, bother. So, hier 3 Kerzen wollte ich dir verticken. Kannst du bestimmt gut gebrauchen. Hier so eine Schriftrolle. Und, viel Spaß damit und so, ne? Richtig Knete gemacht. Yeah. Take care now, sweetie. So, dann gehen wir jetzt mal ins Lager. Und schauen mal, hat irgendjemand Redebedarf hier? Hallo, Karlach. What's on your mind? Nix. Alles klar. Gut. Läuft. Sieht's hier mit. Ach, der ist wieder tot. Der Arme. Wupp. Hallo. So. Astarion holen wir mal wieder rausschmeißen kurz für die Nacht. What can I do for you?
Bleibt eine Weile im Lager. Bleib einfach hier. Blablabla. So, regt halt sich voll drüber auf. So. This vessel is at thy disposal. This solar w- Ja. Ich weiß Bescheid. So, ich schlafe hier noch um die Cast. Brauch mal alles. Oh. Hellsfire. She's coming. And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her. Wer seid denn ihr? Well, you absolute stinker. You kept me a secret. Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora, and at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken. A price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will? Don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Na sowas. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. No. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Ja. Kann man mal so sehen, ne? Gail möchte dazu aber was sagen, okay.
hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Hast du gerade irgendwas gegessen oder so? Keine Ahnung. Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Not just yet. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Ja, ja. My lord, I bow to your boundless kindness. Ne, notorisch pleite. Gods damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. I deserve that. Consider me properly shamed. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Na dann. So, und weil ich ein bisschen Zeitdruck habe, muss ich jetzt euch an dieser Stelle schon verlassen. Das heißt schon, ihr wollt eine halbe Stunde spielen, jetzt habt ihr 58 Minuten gekriegt. Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.